Das sind auch die richtigen Kobras. Genau die meine ich, Kobra. Ja, sehr heute schön. Haben wir jetzt mal die richtige Schlange hier. Ja. Zieh mal der Schlange den Kopf ab, weil ich muss sagen, ich bin schon vom ersten Blick ein kleines bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weil ich habe Videos gesehen, da sind die Zündschnuren so lang und richtig dick. Und die ist halt, was ist das? Das ist ja ein Zahnstocher hier. Die ist ja ganz schön kurz und ganz schön klein. Also da muss ich sagen, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht, aber ich denke, dass die trotzdem sehr laut sein werden. Haben trotzdem stolze 5,5 Gramm pro Stück. Ist auf jeden Fall jetzt ein schönes Design, oder? Wie findest du das? Sehr schön. Ja, also auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird der Knall genauso schön sein wie das Design. Viel Spaß. Ihr seht, es funkelt die Cobra 6 BP in der Zündung. Und dann würde ich sagen, let's go. Zündschnur leider nicht so lang. Ja, hopp. Ja. Ja, ja. Für 5,5 Gramm jetzt auf jeden Fall. Ja, geht besser. Ja, der letzte. Vielleicht hier mal zum Honey Butcher greifen. Relativ ähnlich vom Preis. Also die sehen besser aus, als sie explodieren, aber ja, wenn man die haben will, einfach so, kann man sich ein, zwei Packungen kaufen. Mehr würde ich jetzt da nicht empfehlen, weil die dann einfach doch viel zu viel kosten. Und dann würde ich sagen, schreibt in die Kommentare, was eure Meinung dazu war. Lasst den Like nach oben da, gebt ein Abo und schaut mal auf Instagram vorbei, ist unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.